Ja, liebe Frau Schwan, herzlichen Dank, dass Sie für ein kurzes Gespräch zur Verfügung stehen zum Thema deutscher Sonderweg in der Wettbewerbspolitik. Gibt es so etwas wie einen deutschen Sonderweg? In der Geschichtswissenschaft hat man sich abgewöhnt, von Sonderweg zu sprechen, weil man gesagt hat, die Modernisierung, um die ging es ja, ist in den verschiedenen Staaten Europas auf unterschiedliche Weise erfolgt und man kann nicht immer nur England und Niederlande und Deutschland oder Frankreich nehmen. Hier ist ja damit gemeint, dass die deutsche Wirtschaftspolitik und die Wirtschaftswissenschaft sehr auf bestimmten Vorstellungen der richtigen Wirtschaftspolitik basiert, die zugleich meint, man bräuchte eigentlich keine Wirtschaftspolitik, sondern man muss nur das Regelsystem Markt richtig einstellen und dann läuft alles schon von alleine. Und dieses Vertrauen A, in die Regeln, dass die einfach alle mal richtig sein können, auch juristisch nachvollzogen, und B, in den Markt, dieses ist, glaube ich, weltweit ziemlich singulär. Es gibt die anderen, die auch mehr Vertrauen als die Deutschen darin legen, dass Menschen sich praktisch auch durch Verhandlungen einigen können und dass man nicht alles mit festen Regeln fixieren muss, was im Grunde den politischen Spielraum ja sehr einengt und nach dem Wunsch sowohl dieser Ökonomen als auch sehr konservativer Politiker auch einengen soll. Bedarf es besonderer Anstrengungen auf europäischer Ebene, wenn wir an die Wettbewerbspolitik denken? Ja, es bedarf A dessen, dass wir genauer gucken, was eigentlich Wettbewerbspolitik ist, worauf sich der Wettbewerb bezieht, ob der enge Preiswettbewerb sinnvoll ist oder ob es nicht um Qualitäts- und noch andere Wettbewerbe handelt, wenn ein Staat miteinander im Wettbewerb stehen, ist das ohnehin ein zusätzliches Problem und schafft Explosivstoff in Europa. Ich bin insofern sehr kritisch gegenüber dem Maastricht-Verständnis des Wettbewerbs zwischen den Staaten. Man muss einfach etwas tun, was Immanuel Kant schon für den Gemeinsinn gefordert hat, nämlich sich an die Stelle der anderen setzen. Also gucken, wie wirkt meine Politik auf die anderen, wie ist der systemische Zusammenhang zwischen dem, was ich mache, was andere machen, lässt sich das einfach generalisieren, was ich mache, oder müssen wir da in einen Ausgleich miteinander kommen? Und dann sind natürlich auch Grundeinstellungen wie Solidarität, die Bereitschaft mitzubürgen, wichtig. Aber ich fange erst mal mit der Analyse an. Die Trialoge sind ja eine Initiative der Humboldt-Viadrina Governance Plattform mit ihren Partnern. Wofür braucht man solche Trialoge? Wir haben in der Gegenwart keinen wirklichen Ort mehr, in dem Argumente und Begründungen ausgetauscht werden. Die Demokratie basiert aber darauf. Und der berühmte Edmund Burke hat gemeint, das könnte im Parlament geschehen und das sei nicht einfach eine Versammlung von Botschaftern. De facto aber sind die Überlegungen im Parlament immer machtkonzentriert, müssen es auch sein. Das heißt, wenn das Argument zielen soll, dann müssen wir ein bisschen Habermas dazu nehmen und ein bisschen Deliberation, das heißt Wägung wirklich der Triftigkeit der Begründungen. Und diese Konstellation, dass wir sehr unterschiedliche Perspektiven haben, die miteinander Begründungen austauschen, ist wichtig. Dazu gehört auch ein bestimmtes Governance-Verständnis, also das Zusammenbringen vornehmlich von drei Grundperspektiven der Politik, die ohnehin alles zusammenführen muss, des Unternehmenssektors, der Wirtschaft, die einfach notwendig ist für ein Gedeihen eines Gemeinwesens und mächtig ist, transnational und zur Verantwortung gezogen werden muss, und der organisierten Zivilgesellschaft, die für die Öffnung der Perspektiven sorgen muss, die auch langfristige Überlegungen einbeziehen muss, die auch unbequem sein muss. Ich nenne das eine antagonistische Kooperation. Das ist eigentlich ein logischer Widerspruch, aber eine Kooperation zwischen Interessen, die immer wieder im Konflikt miteinander stehen, was gut ist, denn Konflikt bringt auch ans Licht, wo es Inkohärenzen gibt, wo es Probleme gibt, wo Implikationen sind, die wir eigentlich gar nicht wollen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.